Ja, hallo, herzlich willkommen hier zum Rennsimulator mit dem Marcel und dem Kellerkind und zur Silvesterfolge. Hallo. Hallo zusammen. So, ich bin hier gerade noch ein bisschen an Käse machen, weil unsere Kannen sind ja jetzt so schnell voll. Dann macht es auch Sinn, vielleicht noch mal ein paar Kannen zu kaufen und vielleicht auch Milch einfach zu verkaufen, weil sonst ist das zu viel Arbeit. Wenn wir die, sag ich mal, 6 Kühe melken, bekommen wir dann 12 Käse raus. Und Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, ne? Einfach mal die Milch doch zu verkaufen. wenn im Angebot ist, mit Sicherheit einfach mal die Kannen leer zu kriegen, auch alle. Egal welcher Preis da ist. So, und ich bin jetzt auf dem Weg. Wenn ich hier mal wegkomme, hast du der Baum, der hier stand, gefällt? Neben meinen. Okay. Weil dein Auto ist da die ganze Zeit reingepackt und ich hatte die ganze Zeit so ein Knallen auf den Ohren. Okay, dann. Ich wundere mich jetzt gerade. So, ich bin auf dem Weg zum Laden. Wir holen uns den. Finde ich wieder hier die Straße nicht. Den Milchbullen wollten wir uns holen. Und außerdem brauche ich noch Blauschimmelkäse. Oder soll ich mal den anderen Käse nehmen? Komm, ich nehme mal den anderen Käse, weil der, glaube ich, im Angebot war. Weißschimmel. Ja, der wird gerade nachgefragt, ja. Ja, gut. Damit wir da Variationen haben, hole ich jetzt mal statt Blauschimmel Weißschimmel. Wenn wir da ein bisschen was haben. Ne? Ja, und wir hatten zwischen den Folgen eine Idee, dass wir vielleicht mal eigenhändig uns eine Garage bauen, damit wir mal unseren Fuhrpark so ein bisschen einheitlich aufgestellt bekommen. Gut, den hatten wir schon angezeichnet. Der soll dann links vom Tor kommen. Das werde ich euch gleich noch zeigen. Da werden wir gleich mit Sicherheit noch vorbeikommen. Ja, ist ja gegenüber von deiner Käseproduktion. Ich denke Ja. mal, das fällt So, ich auf. bleib mal hier stehen. Gucken, wie auch der Bulle so aussieht. Ich kaufe mir jetzt einmal nur den Bullen. Warenkorb, Kasse. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wo ist er? Oh, joi. Die Hörner Groß. sind aber ganz schön spitz. So. Aber wir müssen aufpassen, in unserer fertig gebauten Garage ist das Dach undicht. Ja. Die Getreide, Säcke, die da stehen, die sind obendrauf mit Schnee. Okay. Wir haben gesagt, wir nehmen Weißschimmel. In den Warenkorbkasse. Danke für den Einkauf. So, oh Gott, die siehst du kaum. Ich fahre die mal rückwärts da dran. So, ich glaube, ich mache wieder nochmal den Ton lauter, weil doch ein bisschen jetzt zu leise ist. Mache ich eh Du musst aber mal bei deinem Sprit aufpassen, wenn du, ich weiß nicht, mit welchem Wagen du gerade unterwegs den bist. schwarzen. So. Ob ich den Weißschimmelkäse alle. Ups, warum hebst du dich so an? Will da was drauflegen und der ganze Wagen geht schief. Ja gut, die Kuh ist. Ich pack mal Weißschimmelkäse auf der anderen Seite hin. Vielleicht habe ich den ja auch einseitig gepackt. Ist der Weißschimmelkäse so schwer? Ich hätte da so meine Zweifel, aber
Ja, gut, aber du siehst ja nicht, was ich sehe. Oder vielleicht hebe ich auch den Wagen hoch, kann ja sein. Aber eigentlich möchte ich nur den. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel ich habe da. 2, 4, 6. Das dürfte der achte sein. Müssten noch zwei liegen. Der eine liegt hier vorne direkt. So, jetzt. Habe ich alle. So, Klappe zu. Ich komme nach Hause. Da rechtzeitig da bin. Aber gut. Bis 0 Uhr dauert noch ein bisschen. Ja, bis 0 Uhr ist noch lange hin. So. Kannst ja gleich auf dem Rückweg einmal an der Garage halten oder so. Was war das jetzt? Vier Autos passen dann dahin? Ja, vier Rampen, also muss ich gucken. Ich fahre schon wieder vorbei. Die Einfahrt kriege ich nie hin. Und dann hier hoch, wo die wenigsten Steine liegen. Ja, obwohl so wenige liegen da gar nicht. Ich habe mich vorhin auch versucht daran zu orientieren, wo wenig Steine liegen und bin auch erstmal vorbeigefahren. So. Ach, der Kuhschwanz wackelt da rum. So, wir haben hier vor, eine Garage zu bauen. Vielleicht kriegen wir gar nicht vier rein. Ach doch, die Fahrzeuge sind ja unterschiedlich breit. Aber ich glaube nicht. Warte, ich guck mal einmal. Ach, ich kann ja durchfahren. Ne? Brauche ich ja gar nicht dahin. Ja, zwei reicht gerade so. Ja, nach hinten haben wir ja Luft. Da jetzt zwei oder drei sind. Weil mein Schwarzer, der passt da gerade so rein, sauber. Ich würde aber bei zwei lassen. Wenn Okay, ja dann. der, kannst ja den LKW mal gucken, ob der länger ist, oder ich setze mal meinen Schwarzen neben dem. Der dürfte aber nicht. Ein Tick länger ist er schon. Vielleicht machen wir einen nur länger für den LKW. Ja, oder wir machen nochmal wir haben ja schon einige Autos, irgendwo nochmal eine separate Garage für den LKW. Gut. Wo bist du jetzt? Ja, in Sichtweite von unserem Hof Holz machen. Okay. Kannst du nun einmal kurz kommen zum Kuhstall? Einen Augenblick. Weil ich würde gerne den Bullen rein. Oder warte mal, ich guck mal, vielleicht klappt's jetzt. Ach doch, geht. Die Geht? geht, ist drin. Okay. So. Und die Milchdinger waren leer. Ab 16 Uhr konnten wir wieder, ne? So, ich muss auch mal so langsam wieder nach den Hühnern gucken. Die dürften jetzt auch wieder Eier ohne Ende gelegt haben. So, da ist die andere Weiße. Komm, bleib her. Habe ich die Weißen schon mal quasi abgetankt. So. Braune. Wo ist die andere Braune? Die haut ab. Bin ich da dran? Okay. Kanne ist voll. Pumpt er einfach weiter, bis geht nicht mehr. Bis ich eine neue da drunter mache. Die neue Kanne hattest du jetzt gekauft? Ich gar keine, weil ich es vergessen habe. Habe ich die schon?
Er pumpt da nicht. Okay. Ach, die Weißen hatte ich. Du gehst aber noch. Dann fehlt also nur noch eine Gescheckte. Bist du das? Ja. Ja. Komm, ich will da dran. Gib mir die. Oh. Jetzt stehe ich den Kühen im Weg, aber ich will doch nur den wegnehmen. Hängt wieder da. Gut. Frage, gehen jetzt auch die Türen selbstständig zu? Oder habe ich die Tür zugemacht? Waren die Türen nicht immer einmal zu, wenn man den Server neu gestartet hat? Ja gut, aber wir haben ja jetzt nicht neu gestartet. Dann, ich war nirgendwo an irgendeiner Tür dran. Okay. Muss ich mal aufpassen. Mal den Schrank mal zu, den Schrank mal zu. So. Dann machen wir noch ein bisschen Käse. So, ich würde dir jetzt gleich mal kurz das Auto mit dem Holz zur Garage stellen. Da könntest du schon mal mit der Garage anfangen. Okay. Würde ich einmal nach den Hühnern mal gucken. Ist jetzt nicht viel Holz, ist jetzt mal so das, was ich mal eben auf Anhieb. Ja, dahinter sind ja auch noch ein dichter Wald, ne? Hinter der Garage. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal Holz gemacht, ne? Ja, viel. Wir haben das eigentlich nur ein bisschen nach hinten versetzt, damit das nicht so kahl aussieht, hatten wir da trotzdem noch viel stehen lassen. Aber wenn wir das jetzt eh bald nicht mehr sehen, können wir es natürlich auch ja, etwas kahler machen. So, wie viel brauche ich denn pro Ding? 6, okay. Kannst ja mal eine Seite machen mit der Rampe davor und dann gucken wir mal, wie das aussieht. So, die Rampe davor. Das ist die verkehrte. Die ist das. Dich mal ein bisschen weiter vor. Was machst du denn jetzt? Jetzt werden wir. Ach so. Gänse braten für Weihnachten vor. Ach nee, Weihnachten war ja schon. Ach, du bist immer noch bei den Hühnern. Ja, oh, ich komme die Rampe gar nicht hoch. Mit dem Auto. Oh, warum nicht? Habe ich die verkehrt dran? Weil ich nicht Schwung genommen habe. Also da müssen wir die hintere Wand richtig verstärken. Weil da werde ich dann mal vordonnern. Stand hier jetzt halb auf der Rampe. So, dann setze ich auf. Und dann komme ich nicht weiter hoch. Weil wir das die Garage zu niedrig haben, dass die Rampe eigentlich höher sein müsste. Wie höher sein müsste? Ja, also das Gebäude an sich eine höher sein müsste, dass die Rampe halt mehr Spiel hat. Ne, die Rampe ist eigentlich gut angebaut, also. Nur es ist halt zu schräg, wenn du von dem Schrägen quasi, der Wagen steht auf der Rampe, zu der Garage.
Die hätte flacher sein müssen, die Rampe, damit er nicht aufsetzt. Ja, oder schaffst du das nochmal, das Ganze niedriger zu setzen? Nun, konnte man nie die niedriger setzen? Ja, mit U und Q konntest du die Höhe der Plattform verstellen. Bist du sicher? Ja, ich habe das nämlich die ganze Zeit gemacht, als wir das getestet haben. Okay, aber dann hätte ich jetzt hier ein bisschen Holz verschwendet. Ja, dann ist das so. Im Zweifel Ach so, müssen wir Holz jo. ja, man Holz ja auch nachkaufen. Ja, genau. Aber ich will ja auch nicht, dass Rasen durchguckt. Wenn man das so macht. Ja, komm, wir reißen es nochmal ab. Zack. Einen habe ich ja noch nicht gebaut, oder? Da kann ich hier den Warte, das kannst genau. du noch mit? Ja doch, Q und E. Aber jetzt kriege ich keine dazwischen, die ich auf einen anderen Dings. Ne, da kriege ich keine. Gut, dann kommen die jetzt auch weg. Und dann fange ich hier vorne wieder an. Das finde ich zu niedrig. Das finde ich okay. Oder das. Komm, wir nehmen die Garage mal so. So, jetzt gucke ich noch mal. Dann mache ich das. Wir haben unsterbbare Hühner. Okay. Vielleicht triffst du nicht. Krieg vier Hühner. Doch, die bluten ja auch. Aber ich Ach krieg so. die. Okay. Die sind auch so ein bisschen in der Erde drin. Ich weiß nicht, ob das Problem ist. Und werde ich hier noch mal eine Rampe einbauen? Ne, das ist die Treppe, die nicht. So, werde den nochmal zu Ende bauen und dann nochmal mit dem Auto drauf fahren. Ja, ist besser so. Die ist okay. Dann werde ich das Holz noch mal verballern hier. Könntest du gleich einmal kommen und gucken, ob du die Hühner töten könntest? Okay. Sind sie dir ja jetzt im Weg oder was? Nee, die sind eh nur gezüchtet worden zum Schlachten. Okay. 4 Stück, die im Zuchtstall hinten sind, also in dem hinterm Gebäude nochmal. Dann Hast du noch einen komme ich mal. Eierkorb bei dir? Bitte? Noch einen Eierkorb bei dir? Ich habe zwei bei mir stehen, komischerweise. Aber zwei volle. Ja, aber ich habe da auch noch mal 90 Eier oder sowas liegen. Ich guck mal, ob ich die in den hinteren Stall, richtig? Ja, in dem, der da hinter dem Gebäude ist, da müssten 4 Tiere drin sein. Draußen. Drin ist keiner mehr. Ich sehe gar keine. Oder du sagst, ich bin verkehrt. Ich Rechte sehe kein. Seite? Hä? Jetzt müssten sie 4 vor dir stehen. Ne, ich sehe gar keine. Na gut, vielleicht sind sie dann doch tot. Ja, vielleicht mal mit dem Server Neustart oder so. Also Ja. ich sehe nicht. Sehen, die standen einen Vielleicht Meter sind vor sie ja dir. bei mir im Stall, aber nee, da sehe ich noch ein paar Eier. Echt? Ich habe alle Eier alle aufgehoben da drin. Ich hier Alle Eier. sehe,
noch 5 Eier stehen, liegen. Okay, das ist komisch. Oh, ich lass mal Tor auf. Hast du die Garage gesehen? Noch nicht die neue. Okay. Was denn hier mit den Trögen, die hier bei den Hühnern sind? Werden die auch automatisch gefüllt? Sollten im Radius sein, darauf habe ich geachtet. Okay. So, jetzt können die Wände gezogen werden. Ich hoffe, hier kriegen wir eine Wand hin. War ich doch ziemlich nah an. Ach, jetzt kann ich wieder nicht im Buch gucken. Also blendet das. Eine Wand. Ja, jetzt kriege ich hier, dann muss ich den Zaun ab wegnehmen. Dann nehme ich den Zaun weg. Vielleicht können wir da auch einen separaten eigenen ziehen. Und dann kriege ich ja wohl eine dahin. So. Aber da habe ich nur zur Wände genommen, ne? Oder meinst du auch einen mit Fenster oder so? Wir müssen ja, glaube ich, zwei hoch machen. Du kannst gerne, wenn du möchtest, den oberen mit Fenster oder so machen, dass wir ein bisschen Tageslicht da drin haben. Aber zu könnten wir ja auch, eigentlich Aber geht wollen auch wir zu. komplett zwei hoch machen? Weil für ein Auto würde so reichen. Oder sollen wir mal eine Garage bauen, wo wir den LKW nur reinstellen? Also du sagst, eins reicht. Warte mal, ich komme einfach mal eben. Ich mach's hier, Ja. glaube ich, einfach. Ja gut, Ich wenn will wir dann hier noch rein. die Rampen. Jetzt wird wieder fast Ach taghell. so. Ja, ohne Problem. Warte mal, ich will mal. Kannst du mir noch mal eine zweite Rampe eben fertig machen? Ich will mal gucken, wie es mit dem Auto aussieht. Moment. Mal Mach das. mal am besten rechts daneben. Ne, das andere rechts. Einmal. Warte, ich habe Holz, habe ich noch. Ja, auch. Ja, dann ja, lass uns einen hoch machen. Aber dann können wir auch gerne zumachen, weil wir sollten ja genug Helligkeit haben, dadurch, dass die. Oh, wir müssen gucken, dass wir da nicht da reinbaggen. Oder wenn dann auch rausbaggen. Nee, dann können wir auch locker einen hoch machen. Aber du kannst ja in dem Fall auch vorwärts reinfahren, weil Ja. dann steigst du ja linke Seite aus. So. Ja, können wir gerne einen hoch machen. Wir können auch gerne zumachen, weil wir haben ja genug Tageslicht von vorne. Ja, gut, und aber wie kriegen wir das Dach drauf? Das ist dann eine andere Frage. Holst du es weg? Nee, ein Also. bisschen ist noch was drauf. So, ich werde mich mal schon mal so langsam Richtung meinem Arbeitsplatz begeben in einer halben Stunde. Okay, es ist schon soweit. Jo. Schade, dass jetzt so hell ist. Ja, stimmt. Das können wir Weil, jetzt leider nicht ändern. nee, ist halt so, wie es ist. Silvester ist nur einmal im Jahr und wir steuern mit großen Schritten drauf zu. Ja, ich lasse dich den Countdown machen ab 10, ne? Ja, gut. Warte, dann muss ich noch mal den richtigen Platz aufsuchen.
Kannst ja schon mal runterzählen. Also 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ein frohes Neues wünschen wir euch. Großes neues Jahr. Und da wir ja nicht knallen dürfen, machen wir es hier. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Oh, diese Blau, Grün, Gold ist das. Der sah gut aus. Diese Ringe, hast du die gesehen? Nee, ich war mit Anzünden beschäftigt. Aber das Okay. waren jetzt alle. Ja, schön. Kannst du dir im Video angucken. So, wir wünschen euch ein frohes Neues und ich hoffe, die schweren Sachen, die uns beschäftigen, werden uns auch mal ja, verlassen und wir können normal durchs Leben ziehen. In dem Sinne, sage ich mal, schönen Dank fürs Reinschauen und Guten Rutsch. ja, guten Rutsch und alles Gute fürs neue Jahr. Ciao, ciao. Ciao.